So, ja, moin. Zurück vom Kunden. Ja, Film fand er jetzt nicht so toll, dass wir jetzt bei ihm auf dem Grundstück filmen. Aber nun denn. Ja, Arbeit ist erledigt. Ich habe das ganze Zeug jetzt hier. Ist viel, oder ist eigentlich fast alles nur Thuja-Hecke, was ich jetzt mal durchhäckseln will. Verzeiht mir den Wind. Ich habe auch noch kein externes Mikrofon. Also entschuldigt schon mal jetzt für die schlechte Aufnahme. Ja, ich will euch heute mal zwei Häcksler zeigen. Und zwar sind das diese beiden Kollegen. Das eine, das ist der Bosch AXT 2300. Und daneben haben wir den Attica 2500. Sind beides Walzenhäcksler. Und ja, ich will euch heute einfach mal zeigen, was taugen die. Gut, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich zeige euch das jetzt mal ein paar Minuten, was die so schaffen. Ich werde das ein bisschen dokumentieren und kommentieren. Und ja, viel Spaß dabei. So, ich hoffe, die Häcksler sind nicht zu laut. Also ich habe jetzt hier, wenn man es sehen kann, er zoomt nicht so ganz, aber wir sind hier so bei knapp 40 mm.
So, runter mit der alten Mütze. Rutscht mir mal ins Gesicht. So, also ich würde sagen, sie machen beide ihre Sache sehr gut. Kann ich jetzt einen großen Unterschied feststellen? Jetzt in diesem Video, nein. Ich habe sie schon öfters getestet, ich benutze sie auch ganz gerne und kann sagen, also der Bosch ist schon eine Spur besser. Also er kommt ab und zu mit dickeren Ästen oder härteres Holz besser klar als der Attica. Trotzdem muss ich sagen, macht der Attica gut seinen Dienst und empfehlen kann ich beide. Für den Profibereich gar keine Frage, also wir arbeiten normalerweise auch mit Benzinschredder. Die sind natürlich um einiges besser, aber so für den Hausgebrauch kann ich immer nur diese Walzenhäcksler, finde ich, empfehlen. Leise, arbeiten eigentlich schnell. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert mich und ja, ich freue mich schon auf das nächste Video. Was es genau werden wird, weiß ich auch noch nicht. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und man sieht sich.